So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Jurassic World. Und zwar in der letzten Folge haben wir das kleine Problemchen gehabt, dass wir für alles ein bisschen zu wenig Geld hatten. Das Gehege wurde ja auch schon vergrößert hier von unseren Fleischfressern, obwohl ich es immer noch sehr, sehr klein finde. Also ich werde das mit der Zeit auf jeden Fall noch was vergrößern. Was wir auf jeden Fall dringend brauchen, ist eigentlich hier ein Energiekraftwerk. Das Problem ist, wenn wir jetzt das machen, dann sind unsere Zahlen trotzdem so gering, dass nichts hochkommt. Deswegen habe ich jetzt in der letzten Folge noch den Velociraptor angestoßen. Den haben wir jetzt übrigens mit 63%. Der hat aber leider nur eine Bewertung von 54. Das wurmt mich so ein bisschen. Kostet aber wesentlich mehr als der hier, unser freundliches Kärtchen, weil der hat eine Bewertung von 102. Den haben wir auch schon komplett auf 100% geformt. Und den können wir für weniger erstmal ausbrüten. Ich würde sagen, das machen wir auch, damit wir eine höhere Bewertung kriegen und er nicht ganz so alleine ist. Und das nächste, woran wir uns dann so ein bisschen ranwagen, ist auf jeden Fall dann der Velociraptor. Weil, ja, ich finde den einfach klasse. Er ist zwar eins der größten Raubtiere irgendwo, aber ich finde ihn irgendwo klasse. Wir brüten jetzt auf jeden Fall erstmal ein Ceratosaurus aus. Das wird jetzt natürlich ein Weilchen dauern. Was ganz lustig ist, was mir jetzt gerade erst auffällt, wir können das Ei sogar einscannen mit dem Handy. Wahrscheinlich ist das sogar noch ein gültiger Code. Ja, wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Das ist schon mal sehr gut, weil wir natürlich hier auch was zu fressen dann zwischendurch brauchen. Ich schau mal eben, wie viel jetzt so eine Ziege kosten würde. Oh, die kostet sogar 200.000. Und das 250.000. Okay, also das mit dem Fressen, das wird erstmal nichts. Das müssen sie sich auf jeden Fall erstmal teilen. Obwohl wir natürlich dann zum Schluss mehr davon hinstellen müssen. Ich würde jetzt erstmal hier noch so ein bisschen Gebüsch machen und hier so ein bisschen Bäume wegmachen. Weil man sieht ja irgendwie gar nichts mehr hier. So, mal eben nachgucken. Was sind denn deine Bedürfnisse? Wald hast du noch genug? Du könntest ein bisschen mehr Grasland gebrauchen, ist aber nicht schlimm. Aber sonst geht es dir noch gut. Ja? Du magst irgendwie die anderen Tiere nicht, habe ich so das Gefühl, oder? Oder er hat Hunger. Hallo? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das weiß ich nicht so genau, was mit ihm ist. Ich hoffe mal nicht, dass er Hunger hat, dass er deswegen jetzt hier die Pflanzenfresser am Anschnauzen ist. Oder er kann es gar nicht erwarten, dass jetzt hier unser zweiter Ceratosaurus rauskommt. Vielleicht riecht er das ja schon, vielleicht hat er das ja im Gefühl. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder ein wenig Geld, was wir dann auch wieder auf Expeditionen ausgeben können. Das ist sehr, sehr gut. Die Dilophosaurier zum Beispiel, den bräuchten wir auch noch. Oh, das kostet ganz schön viel. Aber wir kriegen auch zwei neue dazu. Jetzt bin ich mir noch gerade nicht sicher. Doch hier der Raptor. Den könnten wir jetzt natürlich ausbauen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier noch ein bisschen da drauf. Zwei Dinosaurier soll ich noch freilassen. Ja, darauf sind wir natürlich aus. Aber ich schätze, es dauert noch einen Moment. Wir werden erstmal kurz ins Fossilienzentrum gehen. Da haben wir noch nichts Neues. Okay. Dann müssen wir wirklich so lange warten, bis hier endlich unser Dinosaurier fertig ist. Ach so, bevor ich das vergesse, damit wir nicht durcheinander kommen. Ich habe noch eine neue Funktion entdeckt, die man hier machen kann. Das ist ja eigentlich der CRT-01. Gesundheit. Was natürlich kein allzu toller Name ist. Wir nennen ihn einfach Alpha. Und zwar deswegen, weil er der erste war, der hier geboren worden ist, beziehungsweise gezüchtet worden ist und weil er,
ja, ich denke mal ganz oben in der Nahrungskette auch steht, aber eigentlich in erster Linie, weil er nun mal das erste Tier war, was jetzt hier auf dieser Insel ausgebrütet ist. Er ist leicht aggressiv im Moment, ich weiß nicht warum. Oh, wir sind gleich fertig. Ja, wir können ihn freilassen. Hallöchen. Guten Tag. Liebe Gäste, wir sind hocherfreut, einen Ceratosaurus in Afrika zu haben. Ja, du darfst ruhig etwas trinken. Große Frage. Ja, unsere Expedition kommt auch zurück im Hintergrund. Das ist schön. So, jetzt ist die große Frage, wo ist jetzt der andere? Ist der in der Nähe? Nein, er hat jetzt erstmal das Fressen gefunden. Okay, der andere hat sich ja scheinbar versteckt. Ach, der ist hier unten. Okay, der ist gerade am Trinken. Was ist denn mit dir, Alpha? Ich habe gedacht, du wolltest ein wenig Gesellschaft haben. Ein bisschen Grasland könntest du noch gebrauchen, ich weiß. Und deine Nahrung ist auch etwas wenig, aber ich habe leider ein bisschen wenig Geld zurzeit. Für zweimal reicht es noch. Na, aber eigentlich sollten wir dir trotzdem schon mal was Frisches hinstellen, ne? Das war jetzt, glaube ich, günstiger. Ach, die mit ihren zu nah am Dinosaurier. Das ist ja die Krise. So, okay. Dann haben wir das schon mal. Bei den Fossilien sollten wir noch mal reinschauen. Sehr schön. Da haben wir auch etwas zum Verkaufen mit dabei. Okay, da ist keine DNA mit drin. Und der Dilophosaurier, den haben wir neu. Und den Huayangosaurus, den ich persönlich irgendwie geiler finde als den Dilophosaurier. Aber wir nehmen natürlich beide erstmal zum Extrahieren. Auch wenn das viel kostet, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich hoffe, dass wir jetzt doch wesentlich höhere Einnahmen haben werden als vorher. Die Gäste genießen die Aussicht. Das ist schön. Mehr Sterne haben wir deswegen trotzdem noch nicht. Ich schau mal eben nach. Also der ist immer noch bei Bewertung 102. Okay. So, unser nächstes Ziel wird aber auf jeden Fall jetzt erstmal sein, dass wir hier noch ein Elektrizitätswerk auf die rechte Seite hinbauen werden. Ich weiß, das kostet, aber gerade für den nächsten Sturm und so weiter ist es doch sehr wichtig, dass wir genug Elektrizität haben. Ich hätte dieses Wort wahrscheinlich jetzt nicht sagen sollen. Also nicht das mit der Elektrizität, das andere. Nichtsdestotrotz müssen wir aber nochmal eine Expedition durchführen. Die muss ja immer wieder mal gemacht werden. So, da haben wir von allem etwas, aber die ist natürlich auch sehr teuer. Teilweise erschöpft ist immer schlecht. Neue Fossilien entdeckt. Ah, ich würde jetzt erstmal sagen, erstmal die. Und dann fliegen wir wieder dahin.
Und der Süße ist am Schlafen. Wie süß sieht das denn aus? Normalerweise würde ich sagen, wir verabschieden uns mit dieser Szene, weil das so niedlich ist. Aber wir können ja noch ein bisschen was gucken. Ist denn hier so ein Schrei? Was ist der hier beim Fressen? Du kannst den armen Jungen noch nicht aufwecken, ja. So, was wir natürlich auch noch machen... Ich war kurz in Sorge, aber sie haben sich für die Unterhaltungsabteilung eingesetzt. Der Auftrag zur Steigerung der Besucherzahlen ist abgeschlossen. Und das dank Ihnen. Boom! Sehr gut. Die Unterhaltungsabteilung auf Isla Muerta genießt dank Ihnen großes Ansehen. Deshalb erhalten Sie eine Belohnung. Ja, ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, ich möchte erstmal ein Kraftwerk bauen und dann möchte ich was anderes bauen. Da wir jetzt gerade genug haben, mal eben schauen, wie teuer... Ach, das Hotel müssen wir auch noch bauen, fällt mir gerade ein. Kleiderladen, Spielwarenladen, hier. Okay, der kostet nur 150.000. Da muss ich aber trotzdem wieder so viel sparen. Also würde ich sagen, dass wir den definitiv dann nachbauen. Dass ich erstmal das Kraftwerk bauen werde. Weil ich sonst nicht genug... Ist das ein Kraftwerk? Nee, das ist doch kein Kraftwerk. Warum wird das denn da so angezeigt? Komisch. Das kann ich dann natürlich nicht vernünftig bauen. Ich muss aber auch noch das Hotel hier reinbauen. Natürlich alles ein bisschen blöd. Ich hoffe, das Hotel war jetzt nicht so groß. Also ich baue das Kraftwerk mal so ein bisschen außerhalb. Achso, ich muss hier allerdings so ein bisschen Platz lassen wegen dem Zaun, weil das wollte ich ja noch vergrößern. Och nein, jetzt geht das schon wieder los. Ich hasse es. Das ist schon wieder so uneben. So, das haben wir schon mal miteinander verbunden. Da müssen wir jetzt nur noch rausfinden, wo jetzt genau die Tür ist. Ich würde mal schätzen, das ist hier dieser kleine Teil, aber ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich müsste das das ja gewesen sein, weil das war ja die Seite. Also rein theoretisch. Ich kann schon wieder nicht zur anderen Seite drehen. Rein theoretisch ist das der Eingang. Ja, das sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall. So, und trotzdem haben wir noch 225.000 übrig. Das ist doch wunderbar. Weil wir nämlich als nächstes auf jeden Fall jetzt erstmal auf das Hotel sparen werden. Allzu viel können wir jetzt im Moment nicht machen. Wir gucken mal eben bei der Forschung noch nach. Gebäude-Updates, ja gut, die sind natürlich jetzt alle sehr teuer. Was aber vielleicht ganz wichtig wäre, wenn diese beiden Updates für den Strom... Das wäre wohl echt wichtig. Die DNA-Selektion, ja, die ist natürlich auch noch wichtig, weil ich nicht möchte, dass irgendeins von den armen kleinen Viechern drauf geht. Also, wir werden wohl noch etwas zusammensparen müssen, so wie es aussieht. Ich würde sagen, als nächstes erstmal auf das Entwicklungslabor, weil das ist eins der wichtigsten Sachen. Strom haben wir jetzt erstmal eigentlich genug. Und da können wir es direkt schon machen. Wir warten allerdings noch einen kleinen Moment, dass wir ein bisschen mehr Geld haben, damit wir das dann so, okay, ich denke mal, ich hoffe mal, das reicht jetzt. 5 Minuten verbleiben noch. Damit werde ich euch natürlich nicht quälen. Auch der ist gerade so schön am Fressen hier. Ich würde mal sagen, mit diesen wundervollen Szenen verabschieden wir uns erstmal für diese Folge und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!